Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem nächsten Wochenorakel und zwar für die Woche vom 27. Juni bis zum 3. Juli 2022. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ich mache wieder so einen Siebner-Schritt mit den Lenormand-Karten als Wochenorakel und ich habe mir auch noch Liebeskarten hergerichtet, die ziehen wir dann nachher. Da schauen wir auch ran. Meistens werden bei mir die Wochenorakeln Liebesorakeln. Aber ja, schauen wir mal. Ja, ich bin wie immer hier zu erreichen über die Homepage oder über meine WhatsApp-Nummer, wenn ihr gerne eine Beratung möchtet. Ja, ich arbeite sehr lösungsorientiert und bin immer versucht, mit euch Probleme zu bewältigen, da reinzuschauen, was da los ist. Ich bin auch über Viversum erreichbar, das vergesse ich immer dazu zu sagen, falls ihr dort Kunde seid. Unter Claudia Engel findet ihr mich. Und ja, ansonsten ja, bitte ich euch wie immer, das Video zu liken und zu kommentieren, um meinen Kanal zu abonnieren, damit da auch ein bisschen was weitergeht, damit auch andere meine Videos sehen. Desto mehr Interaktion mit dem Zuschauer, desto besser auch. Ja, für den YouTuber. Und sonst habe ich ja wie immer alles unten unter dem Video, die Karten, die ich verwendet habe. Angeblich habe ich von einer anderen Kartenlegekollegin Orakel gehört, dass es angeblich wieder Abmahnungen gibt. Also ich sage es auch hier weiter, für die, die mir zuschauen, die vielleicht selber einen YouTube-Kanal haben mit Karten. Angeblich gab es wieder Abmahnungen, wenn man die Video, also die Karten nicht erwähnt unter dem Video. Also ich habe ja auch immer alles unten stehen, auch für euch als Info, aber natürlich auch zur Absicherung. Ja. Also bitte aufpassen. Wie gesagt, ich weiß, ich habe es nur auch bei einem anderen Orakel-Video gehört, dass es angeblich wieder vor ein paar Jahren gab es ja da große Abmahnwellen. Angeblich auch, wenn man die Karten unten erwähnt hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich hoffe, ihr leidet nicht unter der Hitze, so wie ich. Nein, es ist schon sehr, also bei uns war es durchgehend dauerheiß fast. Ja, ich habe mir noch nie so sehr Regen und Wolken herbei gewünscht, wie ich aktuell. Normal bin ich auch ich habe gern die Sonne, aber wenn es so richtig warm und unerträglich wird, ja, ich hoffe, ihr leidet auch nicht zu so sehr unter der Hitze. Jetzt heute ist es ein bisschen frischer bei uns. Gott sei Dank kann ich auch das Video gut für euch machen. So, und sonst, ja, habe ich ewig alles andere unter dem Video. Genau, meine Empfehlungen auch. Schaut's da gerne mal in der Infobox vorbei. Und dann fangen wir mal an. Und ich ziehe wieder 7 Karten. Und die erste Karte ist sozusagen unser Thema. Ich werde es aber heute noch verdeckt lassen. So, das ist das Thema von der Woche. Mal schauen, ob man die Karten sieht. Ich habe das da ein bisschen runtergeklickt. Ja. So, und dann kommen 5 Karten, die quasi den Weg zeigen zu dem Thema. So, 3, 4. Also 5 kommen dazwischen sozusagen. Und die letzte Karte ist sozusagen der Ausgang von dem Ganzen, von der Woche. Da schauen wir mal. Gut, ich kann eigentlich die eh wegräumen, die brauchen wir jetzt eh nicht. So, dann haben wir da mehr Platz. Und nachher ziehe ich euch noch die Liebeskarten. So, ich lege das im Bild. Okay. Schauen wir mal, ja, die sind relativ groß, aber ich wollte die gerne mal wieder verwenden, weil die sind so schön und für die großen Kartenblätter kann man die ja nicht gut verwenden. Schauen wir mal, was ist die erste Karte? Oh, ich sage ja, es ist wirklich, ja, es kann aber natürlich auch um andere Beziehungen gehen. Es muss nicht immer nur um die Liebesbeziehung gehen. Der Ring, die Karte ist so schön. Ich finde die Karten so schön, aber ich kann sie so wenig verwenden, weil eben, ne, weil sie so groß sind. Auch für ein 9er Blatt wird es sehr knapp für die Kamera. Aber jetzt konnte ich sie mal für das verwenden. Also es geht um Beziehungen. Schauen wir mal um welche. Du hast ja nicht nur Beziehung zu deinem Partner, Partnerin, sondern auch innerhalb der Familie, zu Freunden, zu Arbeitskollegen. Der Ring kann auch für Verträge stehen, obwohl ich da eher so gern auch die Briefkarte nehme. Also Brief und Ring ist dann ganz eindeutig irgendein Vertrag.
Aber auch die Ehe ist natürlich ein Vertrag, ja. Also, ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Jetzt schauen wir mal, was da los ist. So, da haben wir die Lilien. Da fängt sie schon mal an, wo ich sage, ja, kann auch um Familie gehen, ja. Um deine familiären Beziehungen, aber natürlich auch um deine Familie, wenn du es mit deinem Partner zusammen bist und Kinder hast. Oder auch ohne Kinder ist man ja auch irgendwo eine Familie, ja. Oder mit Haustieren oder wie auch immer. Schauen wir mal, was da noch kommt. Oh, die Öffentlichkeit. Okay. Das wird jetzt spannend, ja, weil also der Park und der Ring, ja, das ist bei mir die Heirat, ja. Also da geht es wirklich um Heirat. Ich sage manchmal, könnte man auch sagen, vielleicht Lebensgemeinschaft, wenn jemand nicht heiraten will in der heutigen Zeit, ist ja eine Lebensgemeinschaft auch schon bald, ja, gesetzlich. Also in Österreich, es ist noch nicht so weit, aber es ist schon einiges. Was jetzt besser geworden ist, auch bei Lebensgemeinschaften. Deswegen sage ich, es könnte eben auch wirklich für eine Lebensgemeinschaft gelten. Und da würde ich ja wirklich so fast auf, ja, auf Familiengründung hinschließen. Schauen wir mal, was da weiter los ist. So, dann haben wir den Brief, ne? Wie ich vorher gesagt habe, ja. Wobei, das ist jetzt für mich so auch, könnte auch ein Heiratsantrag sein, obwohl das ist für mich eher da mit den Blumen, ja, also Ring, Park, Blumen oder auch, weil Blumen und Ring ist auch, also nicht die Lilien, sondern die Blumen, die Neunerkarte ist auch Verlobung, aber könnte auch wirklich auf einen, ja, Heiratsantrag, ich muss mal meinen Zeigestab holen, könnte auch auf einen Heiratsantrag hinweisen, wobei ich natürlich jetzt nichts verraten will. Ja. Vielleicht hat jemand eine Überraschung für dich geplant. Oder wenn du schon lange das Thema hast, so mit deinem Partner, Partnerin, dann wäre das natürlich möglich, dass das diese Woche, ja, geschieht. Ne? Schauen wir mal weiter. Dann haben wir den Fuchs. Ja, das ist natürlich jetzt ja so ein bisschen das nasse Handtuch, ja, im Gesicht, aber schauen wir mal weiter. Vielleicht erklärt sich das noch der Anker. Also es kann wirklich auch, wie ich vorher gesagt habe, um Arbeitsverträge gehen, ja. Ich deute euch das dann noch aus, es ist alles nochmal vorne weggesetzt und dann haben wir ja den Neubeginn. Also, oder die Störche, was auch für mich wieder auf Familiengründung hinschließt. Also diese Woche würde ich sagen, ich bin noch gespannt, was die Liebeskarten dann sagen. Ja. Geht es sehr wirklich um entweder Heirat, Heiratsantrag, jemand will mit dir vielleicht zusammenziehen, zusammen sein, eine Familie gründen. Jemand sagt zu dir, ja, ich möchte mit dir eine Familie gründen, ich möchte mit dir Kinder bekommen. Das deutet schon sehr aufs Familiäre hin. Es kann aber eben auch, wenn wir den Anker haben, natürlich steht der Anker auch für die Verfestigung, für die Festigkeit, dass man wirklich die Beziehung auf einen neuen Level bringen will. Wenn du jetzt gar niemanden kennst und ja, auf der Suche bist oder offen bist, könnte das auch bedeuten, dass du diese Woche jemanden kennenlernst, wo es vielleicht dann im weiteren Verlauf zu einer ernsthaften, festen Beziehung kommt. Wir haben nur den Fuchs hier drinnen, ja. Also ich würde sagen, vielleicht hast du Angst, ja. Also wenn jemand jetzt wirklich, wenn dein Gegenüber jetzt sagt, Butter bei die Fische, ja, lass uns heiraten oder lass uns eine, ja, Lebensgemeinschaft gründen, lass uns zusammenziehen und Kinder bekommen oder wie auch immer, dann kann es sein, dass du kalte Füße bekommst, ja. Wir haben halt auch hier die falschen Nachrichten. Also sei bitte vorsichtig mit dem, was du antwortest, was du sagst. Nicht gleich Ja sagen, wenn du nicht willst, ja. Sondern wirklich schau auf dich in erster Linie, wie fühlt sich's für dich an? Und wenn du noch Bedenkzeit brauchst, dann bitte auch um Bedenkzeit und spring nicht ins kalte Wasser, ne? Weil das wäre mit dem Fuchs so ein bisschen die Warnung, aber es sind sonst so gute Karten, so tolle Karten, die wirklich von einem Neuanfang in Beziehungen sprechen, dass ich eben sagen würde, ich will es dir nicht zu so schlecht reden, ja, es schaut eigentlich sehr, sehr schön aus. Und es kann natürlich auch eine, ja, eine Beziehung, also eine Beziehung mit der Arbeit, ja, also wirklich auch um einen Arbeitsvertrag sich handeln, ne? Vielleicht wird dir ein Arbeitsvertrag angeboten. Auch dann die Vorsicht, ja, weil es liegt der Fuchs drauf. Also ich würde sagen, eben weil rundherum so gute Karten sind, kann eigentlich nichts passieren. Vielleicht hast du aber Zweifel, ja, vielleicht auch berechtigte Zweifel an einem neuen Arbeitsvertrag, an etwas Neuem.
Aber trotzdem, es schaut eigentlich gut aus, ja. Wenn du dir nicht sicher bist, bitte Bedenkzeit. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, es ist jetzt ein Kollektivorakel. Ich kann natürlich nicht für jeden dasselbe sagen, das ist klar, ne? Aber trotzdem würde ich sagen, es schaut trotzdem gut aus, ne? Weil der Fuchs ist wirklich die einzige Karte, die ein bisschen zur Vorsicht rät. Aber egal, jetzt geht es um was Privates oder um eine, also um eine, ja, um einen Arbeitsvertrag, wie auch immer. Ich glaube, du kannst es eingehen, aber pass halt ein bisschen auf, ja? Ein bisschen Vorsicht. So, wow. Dann ziehe ich dir noch jetzt von den Liebeskarten. Ich würde sagen, ja, ich mache, ja, okay, der kommt raus. Drei. Schauen wir mal generell auf die Liebe. Was sagen die Liebeskarten? Was ist da, ja, für eine Botschaft da? Jetzt generell auf die Liebe. Schauen wir mal, was da ist für euch. So, und zwar haben wir hier die Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ihr habt es gesehen, ich habe es live gemischt. Ja? Ich habe es nicht irgendwie rausgesucht. Also das passt wieder total. Dann haben wir. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Also wenn es um eine Beziehung geht, aber auch generell, vielleicht Arbeit, vielleicht suchst du einen neuen Job, ja. Also dann sagt dir die geistige Welt, das Universum, wir sind schon da. Wir sind da und wir haben zugehört und du siehst eh, ja, da die Antwort. Und dann haben wir noch Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja klar, wenn man einen Heiratsantrag bekommt oder jemand will zusammenziehen, jemand will in eine Lebensgemeinschaft gehen, dann ist das wohl intensiver, ja. Also die geistige Welt ist da ganz an deiner Seite und unterstützt dich und ja, es bleibt mir nur wirklich, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen und dass das alles in Erfüllung geht im positiven Sinne. Das schaut super aus und bringt wirklich für viele den Neubeginn in der Liebe und oder auch in der Arbeit. Na gut, ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und sage bis bald. Tschüss, Baba.